herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 190. Und ich weiß auch jetzt, warum beim letzten Mal oder in den letzten zwei Folgen der Ton nicht richtig aufgenommen worden ist. Wegen dem tollen OBS-Studio. Weil das gute OBS-Studio nicht als... oder nicht als Administrator, dass ich das nicht als Administrator ausgeführt habe. Darum konnte der bzw. durfte der nicht aufnehmen den Ton und hat das darum nicht gemacht, wie ich das wollte. Und ich hoffe, diesmal funktioniert bzw. für die Zukunft funktioniert. Aber gut, immerhin hört er meine Stimme in den anderen Videos. Von daher glaube ich, ist das schon okay. So, dann würde ich sagen, geht's mal los. Ab in die Todesschmiede, mal gucken, ob wir das einfach so überleben, weil wie gesagt, es ist nicht toll da drin. Es ist nicht toll da drin. Und obwohl es recht früh ist, wir haben gerade 7 Uhr hier, suchen die schon Tank und 3 DDs. Ach ne, der Tank. Und oder 3 DDs für Tiefensumpf. Oh Mann. Momentan kriege ich auch mal eine Meldung von meinem Audioprogramm. Aber dass jetzt neue Version bla bla verfügbar ist, bla bla. Aber zum Glück leider das nicht sehen. Weil es nervt nach einer gewissen Zeit. Und hier ist das, was ich letztens meinte. Mit dem Turm. Ups. Ich bin ganz Ohr. Dann müssen wir nämlich jetzt die Wächter töten und danach müssen wir in die Todesschmiede unten rein. So. Hol sie dir. Ich weiß nicht, ob die anstürmen, darum machen wir das lieber so. Ich habe jetzt auf dem anderen Bildschirm mir jetzt so einen kleinen hingestellt, kann ich das OBS beobachten und sehe, dass das auch die Audiospur aufnimmt. Also ich hoffe, es funktioniert. Wie groß sind die denn? 68, okay. Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass wir Level abbekommen. Ich hoffe es einfach mal. Oh, teuflische Waffen. Das ist ja gut, die brauchen wir. Ups, da. Ach, die sind immer nur zu zweit, die doofen Dinger. Und da ist das Gegenpart dazu von der Horde. Und da die guten Männer hier zur... sein, ja, direkt zu. Und zwar, weil ich den guten geheilt habe, habe ich direkt Heil-Akku bekommen. Das ist immer lustig. Heil-Akku. Als Jäger. Na gut. Dann ich den hier schnappen. Mal das nachher. Genau, wenn wir die haben, können wir die nämlich auch abgeben. Theoretisch müssten wir dann auch schon die teuflischen Waffen abgeben können. Die geben dann 300 Ruf pro abgegebene Teufelwürfe. Ich weiß damals haben die wirklich viel Kohle gebracht im Auktionshaus. Nachdem ich dann irgendwann ehrfürchtig war, habe ich die nämlich alle verkauft. Und ich habe mir nämlich gedacht, wofür brauchst du die noch? Wir müssen auch Beschwörer, okay. Okay, da sind auch die Beschwörer draußen. Ich dachte, die wären nur drin. Gut, passt. Passt. Gut.
Noch mehr? Spanisch gemerkt. Nicht schlecht. Ein paar Stiefel, die man gefunden hat, ne? Was haben wir an? Selbstgemachte, ne? Ja. Das Problem ist mit solchen Sachen hier, die sind zwar super, ne? Aber dann verliert man meistens irgendeinen Bonus. Das ist wie bei dem Tierset-Bonus. Und ich immer noch nicht weiß, warum es Tierset heißt. Flutsch. Schattenblitz. Mal gerade gucken wollte, ist Schaden. Ob man das, ich glaube, Zauber. Ja, hier. Das gibt es auch noch. Das war nicht mehr so krass wie ein paar Patches davor damals. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Dass man damals halt gucken musste, wenn man zum Beispiel... Ja... Mit dem Magier Zerstörung musste man auf Feuer gehen. Jetzt gab es ja noch den Monologie, war glaube ich Schatten. Es gab noch einen anderen, da gibt's Affliction hier, ach, wie heißt es denn? Vergesst manchmal, Affliction ist... Mit den Flüchen, ja. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ach, Dotlock, sagen sie. Hier. Ach, ich hab's vergessen. Zu lange keine Hex mehr gespielt. Ich wollte zuerst sagen, keinen WoW mehr gespielt, aber naja. Nee, zu lange keine Hex mehr gespielt. Upsala. Können wir uns den holen? Lustig, dass die Wichtel, dass die nicht sterben, wenn der Meister tot ist, sag ich mal. Und dass die ja was extra drauf. Theoretisch brauche ich super viel Akku mit, dem hat mir der Heilung auf. Ist ja scheiße, was ich tue, aber gut. Ich nenne mich manchmal meine ersten Videos, wo ich mit dem Dolch rumgelaufen bin. Aber gut, damals. Ja. Waren wir noch ein... Oh. Ein junger, unerfahrener Jäger. Steht eine Kiste? Nein. Sah nur so aus. Nicht viel brauchen, ne? Dann stellen wir mein Totem auf. Knieschaden. Nein. Oh, Schattenpartikel aus dem Feuerelementar. Naja, gut. Partikel sind Partikel. Ich habe diesen Schwamm schon ewig. Ich hatte den auch in... mit anderen Charakteren, aber ich habe, glaube ich, den noch nie benutzt. Könnte ein
gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Mal ein bisschen mehr da raus. Gucken, wie viel. Viele für meinen Geschmack. Wahrscheinlich werde ich in einen Angriff kommen, die anderen zwei hinterher. Wie ihr seht, sind nicht ohne. Vielleicht sind oben auch schon wieder welche respawned. Ich denke, wir müssen gleich sowieso noch mal hier runter. Ich finde, dass sie nicht weglaufen. So ein Wermutstropfen. Ich dachte schon, der hat keinen Wichtel. Aber den habe ich wohl nicht gesehen. Den bösen Wichtel, der. Nur eine von denen. Also die Jäger kann auch kurz stunnen. Mit einer Minute CD. So, das haben wir. Fix Totem. Was war das? Gucken, wenn wir eh hier in der Gegend sind. Was war das denn? Da war jetzt gesehen. Boah, da bin ich hin, hat einen Wutanfall. Hält. Da wieder. Okay. Ist ja cool. Ist mir noch nicht aufgefallen. Hochschleichen. Hab ich doch richtig gesehen. War mir nicht sicher, ob da ein Vogel war oder nicht. Das ist ja ein fieser Buff gewesen. Mit weniger Schaden. Gehört den richtigen Gewicht. So, schnell weg. Vogels. Ach, ich liebe das manchmal. Das funktioniert, wenn ich mir das vorstelle. Das da alles. Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und die heißt Let's Play WoW. Und zwar, ich meine Folge 191, ne? Ja, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns auf Wiedersehen.